Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. 10. Mai 2021. Viele erwachende Menschen haben Schwierigkeiten damit zu empfangen. Hierüber haben wir schon zuvor viele Male gesprochen. Ein Grund, warum Menschen Schwierigkeiten mit dem Empfangen haben, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist das Misstrauen gegenüber Leichtigkeit. Seid ihr misstrauisch, wenn die Dinge beginnen, voller Leichtigkeit zusammenzukommen? Wartet ihr sofort darauf, dass die nächste Hiobsbotschaft kommt? Denkt ihr, wenn die Dinge leicht und einfach für euch zusammenkommen, werden sie in die Binsen gehen? Oder andere werden euch aburteilen oder ihr werdet am Ende auf unangenehme Weise dafür bezahlen? All dies ist sehr mit dem Paradigma des Märtyrerdienstes verbunden, einem Paradigma, über das ihr euch gerade hinaus entwickelt. Habt ihr das Gefühl, dass ihr kämpfen müsst, um würdig zu sein? Haltet ihr in Ausdrücken fest wie »ohne Fleiß kein Preis«, auf Englisch »no pain, no gain«, »kein Schmerz, kein Gewinn«. Habt ihr Angst, als nicht verdienstvoll genug für eure Gewinne angesehen zu werden oder als faul wahrgenommen zu werden? Ihr Lieben, Leichtigkeit bedeutet einfach, sich mit dem Fluss zu bewegen. Sie ist die Entscheidung, sich mit den Energien zu bewegen, statt sich zu erschöpfen und gegen sie anzuarbeiten. Sie bedeutet, sich von den Energien der Quelle tragen, lieben und führen zu lassen. Es geht nicht darum, es sich zu leicht zu machen oder den kürzesten Weg zu gehen. Es geht darum, euch dafür zu entscheiden, dem zu vertrauen und mit dem zu gehen, was für euch bereitwillig unterstützt wird. Und das ist in der Tat etwas Glorreiches. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Ja, Leichtigkeit, das gab's bei mir heute nicht. Was ist passiert? Also nur ganz kurz, dann gehe ich auf den Text ein, aber das triggert mich gerade doppelt. Und zwar hat mein alter Computer den Geist aufgegeben, der ist einfach nicht mehr hochgefahren und ja, ich habe gehofft, ich hätte noch ein paar Wochen mit dem, weil ich so ganz gemütlich das neue System aufgebaut habe, aber noch nichts installiert hatte. Da ist noch gar nichts gelaufen. Ja, und da war es heute eine große Herausforderung. Also in der Früh ist das passiert. Ich wollte eigentlich einfach nur mal aufschrauben und den so ein bisschen vom Staub befreien. Und dann ist er nicht mehr hochgefahren. Ja, und dann war klar, okay, jetzt habe ich so und so viel Zeit, bis ich das erste Video veröffentlichen möchte. Aber gucken, also heute war tatsächlich ohne Fleiß kein Preis angesagt bei mir. Aber nun gut, es hat ja geklappt. War wirklich ein Kunstgriff. Ich bin da auch stolz auf mich, dass es dann in der Zeit auch geklappt hat. Weil da so viel zu tun war, ich lasse euch jetzt mit den Details in Ruhe. Aber, ja, hatte was. Nun gut, mir ist sofort eine Situation in den Kopf geschossen, als ich den Text vorgelesen habe. Das war jetzt kein erwachter Mensch. Damals war ich es auch nicht, aber meine damalige Freundin hat schon, als ich ihr was geschenkt habe, gesagt, oh, damit habe ich ein Riesenproblem. Ja, ich lasse mir nicht gern was schenken. Also das muss ich überwinden. Also dieses Empfangen. Wir tun uns oft viel leichter, anderen Menschen Geschenke zu machen, ja, großzügig zu sein, aber dann einfach mal zu sagen, ja, jetzt bin ich mal schwach. Das kann ich nicht. Das checke ich jetzt auch nicht. Kannst du mir helfen? Genau das ist übrigens heute passiert, weil ich hätte keine Chance gehabt ohne Alex. So, ja, mein geliebter Russe aus meinem Spiel, das ich noch begleiten darf, der hat mir dann einfach geholfen und hat, während ich an dem alten System noch verzweifelt bin, weil ich gedacht habe, vielleicht kriege ich es noch hin, weil ich gewusst habe, was da auf mich zukommt, hat er über TeamViewer
einfach viele Sachen schon vorbereitet und installiert. Ja, also ohne den hätte ich relativ blass ausgeschaut. Ja, ich weiß nicht. Irgendwann mitten in der Nacht wahrscheinlich irgendwie oder eher in der Früh hätte es mal ein Video gegeben. Genau. Also das fällt mir sehr leicht, wenn mir Menschen helfen. Ich bedanke mich dann auch manchmal besonders dafür. Ja, mal gucken, was mir beim Alex einfällt. Der Student, der braucht Geld. So ist eigentlich einfach. Ja. Da geht er da mit seiner Freundin, macht da was Besonderes. Mit ihr essen gehen geht ja jetzt noch nicht, aber so langsam kommen wir wieder in die Normalität. Genau. Und meine damalige Freundin hatte halt damit ein Riesenproblem. Ja. Es wurde besser. Aber jetzt auch die Erwachten. Weil letztendlich sprechen die Texte ja uns an. Mir fällt dann noch was anderes ein, und zwar diese Schattenarbeit. Ja? So nach dem Motto, es kann doch alles nicht so leicht sein. Ja? Wir müssen uns erstmal ordentlich ja, irgendwie auspeitschen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja? Also auf einer gewissen Ebene. Und wenn man es übertreibt mit dieser Selbstoptimierung und sich für eben ja, unwürdig fühlt oder ja, einfach, ja, ich mache noch nicht genug, ich muss noch mehr meditieren, das muss ich noch machen, weil sonst wird es nie was. Ja? Das steckt schon ein bisschen drin in uns. Also einfach dieses, ja, einfach leben dürfen und es annehmen, einfach zu sagen, ja, nee, alles gut, ja, scheint irgendwie easy zu sein, kann man ja auch mal sagen. Ja? Natürlich nicht für alle Menschen, ja, aber für die Erwachten schon. Weil wenn alle jetzt erwacht wären, ja, dann wäre alles vorbei. Das ist auch klar. Das wissen wir ja auch. Daher kommt ja diese ja, Energie, dass wir am liebsten die ganzen Nicht-Erwachten schütteln wollten und sagen, jetzt komm doch in die Puschen. Ja, das macht keinen Sinn. Das wisst ihr ja. Das habt ihr sicher alle schon ausprobiert. Das wird nichts. Aber es steckt so in uns drin, ja, uns zu quälen, damit was rauskommt. Also auch ganz harte Schattenarbeit, wenn du das nicht machst, dann. Ja. Klar, also gar nichts machen macht auch keinen Sinn. Aber es darf eben in der Leichtigkeit sein und im Fluss. Und man darf da auch mal abwarten, ja, was sich so zeigt. Ja. Klar. Jeder hat seine Themen, jeder weiß, was vielleicht bei ihm ansteht, aber dennoch, man kann es auch übertreiben. Und auch das spricht dieser Text, so wie ich ihn verstehe, an. Und das seid euch da wieder bewusst. Nicht jeder wird das Gleiche rauslesen wie ich. Das ist jetzt nur meine Inspiration, mit der ich euch hier quäle. No pain, no gain. Aber, ja, der Fluss, ja gut, ich könnte heute zum Beispiel sagen, ja, mein Fluss war halt nicht vorhanden, mein Computer, ja. Aber andererseits, ich hätte ja auch den neuen Computer noch gar nicht hinstellen können. Dann hat das mal so richtig lang gedauert, weil ich habe ihn schon hingestellt, ich habe auch festgestellt, ja, der braucht noch so Adapter für Monitore, ich habe gar nicht gewusst, dass es was gibt. HDMI-Adapter, also was sie sich alles einfallen lassen. Ich war immer froh, dass es ein Standardkabel gibt. Nein, es gibt jetzt andere. Und ja, die kamen dann heute auch im Laufe des Tages an. Also das hat schon vom Timing sehr gut gepasst. Ja, und jetzt ja, sitze ich jetzt hier schön in meinem Wohnzimmer, lass mir so ein bisschen die Luft um die Unterschenkel, weil ich habe die Tür auf. Schön kühl draußen jetzt so, gegen Abend. Wir haben es jetzt schon 20.22 Uhr. Und ja, also es kann gut sein, dass ich heute nicht mehr so viel vorlese. Ja? Vielleicht noch einen kleinen Text und dann ist gut. Ja, dann brauche ich mal Pause von dem Irrsinn. Und ja, dann kann ich mein Schlafzimmer in Ordnung bringen. Da schaut es auch aus wie Hutze. Ja, weil da halt einfach die Technik war und die habe ich abgebaut. Ja. Und ja, aber es fühlte sich dann doch leicht an, so das richtige Timing, jetzt auf den neuen Computer umzusteigen und
dann kann der Alte auch erstmal gehen. Also ich werde ihn ja in Ordnung bringen. Und klar, hätte ich jetzt natürlich die ein oder andere Datei jetzt rüberziehen können. Aber nur mal so. Also was dann auch passiert, dann meldet sich Altana, den vielleicht viele von euch noch kennen, heute per Telegram, der hat gesagt, oh, dein Postfach ist voll. Ja, da fällt mir ein, da wollte ich euch auch noch was erzählen. Dein Postfach ist schon so bei 90%, also musst du mal drauf gucken. Es gab nämlich jetzt auch in letzter Zeit jemanden, der mir ständig irgendwelche MP4s und MP3s geschickt hat. Und ich hatte ja schon relativ viel Postfachalarm wegen den ganzen Mantren. Und das ist jetzt nicht besser geworden. Jetzt habe ich aus der Verzweiflung, weil es war wirklich 100% auf einmal, ja, weil ich nicht drauf geguckt habe, auch meine Schuld. Und da habe ich einfach alle gelöscht der letzten Wochen. Und jetzt weiß ich, da gab es aber die ein oder andere Nachricht, die war wichtig. Also zum Beispiel hat sich jemand aus dem Allgäu gemeldet, zwei nette Damen, die gerne wandern gehen. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass mich jetzt hier jeder besuchen darf, aber das hat sich gut angefühlt. Also einfach mal um See spazieren gehen, ist ja auch in der Nähe, ist ja gar nicht so weit weg. Und ja, bisschen zusammen mal Natur genießen. Kann man mal machen. Also so toll ist der See auch nicht, also abgesehen davon. Also. Aber ja, nur wenn ihr wirklich den ehrlichen Impuls habt, ja. Nicht nur aus Neugier, ja, das wäre dann meine Zeit zu kostbar, weil ja, ich habe ja was zu tun. Ich muss ja vorlesen. Ja, und noch ein paar andere Dinge. Ich möchte auch wieder intensiver Musik machen, habe ich ja schon erzählt. Und dann hat sich Altana eben gemeldet und der meldet sich, also wir haben ganz wenig Kontakt nur noch, ja, aber es hat nicht abgerissen. Und er meldet sich und ich dann so, oh, gut, dass ich dich erwische. Ich brauche nämlich den OneDrive-Zugang und ich hätte keine Ahnung gehabt, wie ich das mit dem Computer hier machen kann, weil da hat mich wirklich alles vergessen. Also weder die E-Mail, mit der ich da angemeldet war, noch ein Kennwort, also nix, ja. Und dann hat er mir einfach den Link geschickt. Ja, bupp, war ich bei OneDrive und konnte deswegen auch den arcturianischen Rat relativ gut bearbeiten, weil wir haben damals auch schon die Photoshop-Dateien in Ordner gestellt, auf OneDrive halt eben. Ja, also das ging dann etwas schneller. Jetzt gibt es die Erzengel Gabriel Bilder, die gibt es leider nicht. Also da muss ich jetzt so einen Kompromiss machen, bis ich halt an das andere rankomme. Genau. Aber so, also ich fühlte mich jetzt nicht außerhalb des Flusses heute, ja, obwohl es nicht so toll war, ja. Und ich war auch mal ganz kurz, ganz leicht, ach, jetzt hört er die Vögel, glaube ich auch, ganz leicht genervt von meinem Kater, weil ich bin halt jetzt viel im Wohnzimmer rumgerannt und dann heißt es für ihn, oh, Futter, Futter, ja. Und dann ist er so alle zwei Stunden so um mich rumgeschwänzelt, er gemeint, ja, jetzt gib mir mal was, jetzt gib mir mal was, ja. Und ihm geht's ja nicht so gut, ich muss ein bisschen aufpassen, also auch so eine ganz kleine, eine Diät, nicht wirklich, aber ja, sehr kontrolliert füttern, damit sich seine Haut wieder beruhigt. Und ja, der hat dann doch mal ganz kurz, ganz leicht genervt. Ja, tut, also hat super geklappt mit uns beiden, ja, ich fand's dann auch witzig, aber ich hatte so kurz, oh nee, Philo, jetzt nicht, ja, so, das war so die Energie, also es war nicht schlimm, aber genau, weil ich ständig hier hin und her gerannt bin und ja, und wirklich das Gefühl hatte, das könnte knapp werden, also muss dich ranhalten heute, Wolfgang. Genau, also es gab dann auch Fluss innerhalb von Geschehnissen und das kennt ihr vielleicht auch, dass dann doch die ein oder andere Hilfe euch zuteil wird. Die muss man halt annehmen. Ja, wenn ich jetzt dastehen würde, oh, das kann ich den Altana jetzt nicht fragen. Wir haben gar nicht mehr so viel Kontakt. Ja, das wäre schade. Also, nö. Er hat sich gefreut, ich habe mich gefreut. Hat geklappt. Alex hat mir auch geholfen, auch zur richtigen Zeit. Ja, also, ich habe den nämlich geschrieben auf Discord. Das ist so eine Gaming-Plattform, wo wir uns austauschen. Das war auch erstmal so ein Abenteuer, das zu installieren. Und gut, da habe ich das Passwort noch gewusst. Ja, da war ich auch froh, dass ich eine GMX-Adresse habe, weil da kann man sich halt wenigstens online einloggen. Also das war halt mein Tag. Ja. Also, vielleicht auch so Karma, ja, so, weil ich
weil ich so über Menschen gesprochen habe, die sich nicht so leicht mit Technik anstellen, wurde ich heute extrem herausgefordert. Ja, na, nicht wirklich, aber genau. Also, hat alles gut geklappt. Und jetzt geht es darum, was fühlt sich leicht an? Und das ist in meinem Leben auch noch, ja, die Musik hat sich immer leicht angefühlt. Und jetzt sind wieder ein paar Menschen da. Ich habe heute ein Gespräch absagen müssen wegen Spiritscape diesbezüglich, aber das kann man alles nachholen. Da fühlt sich's irgendwie gut an. Mal gucken, ja, sind auch schon Dinge versandet, aber ich habe schon Sprachnachrichten bekommen, wo mir versichert worden ist, dass das hier nicht passiert. Also, ist ja auch nicht. Wir haben alle unsere Prozesse und wenn es dann nicht sein soll, dann halt nicht. Ja, es ist einfach im Fluss bleiben, in der Leichtigkeit. In der Leichtigkeit ist man dann, wenn man trotz Katastrophen nicht ausflippt. Ich erzähle euch dann doch relativ viel davon. Ich hatte schon so einen Moment. Ich bin jetzt kein Computerschrauber, aber ich habe jetzt auch keine Angst davor, mal einen Computer aufzumachen. Ja? Und ich habe noch nie eine BIOS-Batterie gewechselt. Und da habe ich mir halt schnell, erstmal habe ich gegoogelt, was könnte los sein, wenn der Computer immer wieder versucht hochzufahren, es aber kein Piepsen gibt, auch keine Monitornachricht. Das hatte ich vorher immer so, also bis vor wenigen Monaten, wenn er mal aus war, dann hat er sich so hochgefahren, das hat aber ein bisschen länger gedauert, aber jetzt hat er wirklich konstant immer den gleichen Quatsch gemacht und ist nie bis zu irgendeiner Bildschirmbotschaft gekommen, hat nie gepiepst, sondern ist immer hochgefahren, also hat immer so versucht zu starten, ist dann ausgegangen und hat wieder versucht zu starten, so. Und dann habe ich gelesen, das könnte diese BIOS-Batterie sein, abgesehen davon vom Netzteil, aber Netzteil hatte ich jetzt keine, da habe ich gedacht, okay, dann gehe ich jetzt schnell einkaufen. Bin ich zum Edeka rüber, habe gehofft, dass die diese Knopfzellen hatten. Hatten sie. Ich musste dann meine Grafikkarte ausbauen, damit ich überhaupt zur BIOS-Batterie hinkomme. Ja, das war auch schon mal ein Abenteuer, habe ich auch noch nie gemacht. Gut, hat geklappt. BIOS-Batterie erstmal rausgefummelt, war auch witzig. Dann die neue rein. Erstmal falsch rum, ist ja klar. Und ja, die neue rein. Und dann Grafikkarte wieder eingesteckt. Angeschraubt, wieder alles zusammengebastelt, gestartet. Gleiches Phänomen wie vorher. Ja, und ich bin nicht ausgeflippt. Ja, könnte man auch sagen, ja, früher hätte ich gegen den Computer getreten. Ja, so war er früher, der Wolfgang. Das ist irgendwie nicht mehr in mir. Und ich weiß gar nicht den Moment, wo das aufgehört hat. Ja. Aber, klar, da musste ich mich mit abfinden und sagen, gut, das wird wohl jetzt der neue Computer. Und das ist auch Fluss, wenn man dann einfach merkt, man kriegt jetzt einen Schubser, da kann man sich umdrehen und zurückwatschen oder man sagt, hui, in die Richtung wollte ich eh schon immer. So war das heute bei mir auch. Genau, ihr Lieben. Ja? Dann habt ihr ein bisschen an meinem Chaos heute teilgehabt. Ja, ich war halt auch nicht draußen, also ja doch, mal kurz zum Edeka. Aber ja, ich habe leider das schöne Wetter nicht genießen können, sondern habe mich hier in der Bude mit meiner Technik rumgeprügelt. Aber ja, es war eher so ein Mikado-Kampf und weniger eine blutige Schlacht. Gut, ja. Dann haben wir das auch wieder erledigt. Das waren so meine Impulse dazu. Es ist nicht immer alles so schwierig, es muss auch nicht immer so schwierig sein, es darf leicht sein. Ja? Es darf sich leicht anfühlen und das hat auch viel mit eurem Gefühl zu tun. Man kann auch in der Schwere oder in der Katastrophe sich die Leichtigkeit bewahren. Ja. Man kann das Galgenhumor nennen, habe ich ja schon mal so gesagt. Stimmt nicht ganz, es ist was anderes. Ja? Wir haben vielleicht keine Worte für diese neuen Dinge, die wir da ja gerade entdecken. Ja. Herrlich. Liebe Grüße, euer Wolfgang.